glaube ich, das Wort jetzt abgeben an Konrad Czarnecki von dieser Seite aus, von meiner Seite aus. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg. Und ich darf Sie bitten, vielleicht ein Statement abzugeben, was einigermaßen kurz ist. Ja, ich bin, sagen wir mal so, die Mannschaft hat heute, wie der Herr Daun schon gesagt hat, verdient gewonnen. Ich muss mal ganz klar sagen, wir hatten die ersten Minuten große Schwierigkeiten ins Spiel reinzukommen, aber das war für mich klar. Ich wusste auch, dass ich da eventuell reagieren musste, habe das ja natürlich auch getan, hat der eine oder andere mitbekommen mit einer Auswechslung, die uns dann, ich sag mal, der Jonas Wendt hat im Grunde genommen schon das Heft des Handelns in die Hand genommen mit dem Anschlusstreffer zum 1:1, das war eine super Leistung. Er ist von Haus aus Rechtsfuß, hat da ein super Tor mit links geschossen, das war das 1:1. Ja, das 2:1 war auch eine super Aktion mit Beckers, wo ich an der Stelle auch sagen will, dass Beckers und natürlich Jonas Wendt als Kapitän heute absolute Leistungsträger waren. Die anderen, denen in keinster Weise natürlich nachgestanden haben, aber die Jungs, die haben ja, Tore erzielt, Tore vorbereitet. Als defensiver Spieler ist das nicht so üblich. Und für mich war klar vor der Partie, dass wir heute von der Kraft her es relativ schwer haben, ins Spiel reinzukommen. Für Konzentration, Disziplin und Ordnung braucht man Kraft, aber die hatten wir am Anfang nicht. Es fehlte so ein wenig immer wieder der berühmte Zentimeter, da kamen wir zu spät dran. Mussten auch, wobei das Tor im Grunde genommen von unserer Seite wiederum geschenkt war, der Ball war schon fast weg, aber wir haben das Ding damit rausschlagen können. Und da fiel halt der Treffer, muss man klar anerkennen, man lag 0:1 zurück, aber für mich war das jetzt kein Grund, um hektisch zu werden, weil ich weiß, was die Jungs können. Und ja, das Spiel hat dann natürlich in der Halbzeit 2:1 gestanden. Timo hat da ein wunderbares Tor noch gemacht zum 2:1. In der Halbzeit war uns klar, das ist wiederum eine gefährliche Situation, aber gefährliche Situationen gibt es immer im Leben. Von daher, wie gesagt, das Entscheidende war, wir wussten, dass wir jetzt rausgehen müssen und wirklich 100% konzentriert sein mussten, in den Positionen spielen, jeder die Zweikämpfe annimmt und dann natürlich extrem schnell umschalten. Und ich sag mal, das dritte Tor war ja ein Lehrbeispiel für einen modernen Konter über den Spieler auf der Sechserposition und den Mittelstürmer Jonas Wendt, der im Grunde so lange wartet, bis der Beckers in Position läuft, schiebt ihm das Ding raus, aus dem Rückraum kommt er, spielt den Torwart aus, 3:1. Also ich denke mal, hinterher hat dann das Spiel den Verlauf genommen, den wir uns natürlich früher hätten gewünscht, aber ich sage jetzt mal so, ich habe den Spielern intern ganz klar gesagt, heute gibt es keinen Schönheitspreis. Die Steinstraße ist eine spielstarke, junge, aggressive, laufstarke Mannschaft, die 5 Tage Regenerationszeit hatte, wir nur 3 Tage. Also wir haben im Grunde genommen vor 72 Stunden in Westwacht Aachen gespielt, kamen abends nach Hause, gestern Training gehabt. Ist nicht so, dass wir hier Vollprofis haben. Und das Entscheidende ist halt, dann fehlt am Anfang ein wenig die Kraft, aber hinterher, sage ich jetzt mal, waren wir klar, sage ich jetzt mal, Herr im Hause, so wie wir uns das auch vorgestellt haben. Das klingt ein bisschen überheblich, aber es war einfach so, dass wir wirklich, sag ich mal, keinen Glückssieg hier eingefahren haben, sondern wirklich die Mannschaft hat super gefightet und ich bin stolz auf die Jungs. Fragen? Ja, ich hätte 2 Fragen. Was auffällt bei der Mannschaft, ist ja nicht nur, dass Jonas Wendt trifft, sondern auch verschiedene Torschützen. Heute waren 4 verschiedene. Und war auch überraschend für mich gewesen, dass der Nino Faselich noch auf der Bank war. Ja, vielleicht war auch für dich überraschend, dass Timo zum Beispiel wieder drin war. Also es ist im Grunde genommen, ich verfahre nicht nach dem Zufallsprinzip. Für mich ist einfach wichtig, wie gesagt, wie die Jungs arbeiten. Ich habe, es ist klar, zurzeit ist Ramadan, unsere Moslems, sage ich jetzt mal, fasten. Und von daher, wie gesagt, gerade beim Özgür ist das halt dann der Grund gewesen, warum ich da nach 30 Minuten oder nach 20 Minuten reagiert habe. Das ist einfach nicht so, dass ich jetzt da irgendwo planlos da irgendwelche Dinge da gestalte oder Umstellungen durchführe. Ich sage immer so, wir trainieren auf einem sehr guten Niveau. Und beim Nino ist es einfach so, der Nino hat mit mir, sage ich jetzt mal, vor 5 Wochen begonnen, 6 Wochen angefangen, hier zu trainieren, hat zwischenzeitlich nicht gearbeitet, nicht trainiert, hat von daher aus war er in einem leichten Loch. Ich wollte ihn heute 30 Minuten bringen, aber das Spiel, jedes Spiel ist, schreibt seine eigene Geschichte, sein eigenes Buch, und normalerweise hätte er heute schon 30 Minuten gespielt. Ich hatte mir das so ausgedacht, aber ist kein Wunschkonzert. Ich habe mit Nino ganz kurz noch gesprochen. Er wird natürlich
weiterhin kommen, da brauchen wir nicht diskutieren. Das Entscheidende ist halt, heute haben alle, die gekommen sind, dazu beigetragen, dass wir den Sieg eingefahren haben. Und auch die Jungs, die auf der Bank waren, klar ist das nicht einfach. Das ist halt unsere Situation. Aber da sage ich auch ganz klar zu, wir haben einen leistungsstarken Kader, wir müssen dieses halt in die richtigen Bahnen lenken. Mhm. Ja, und das hat, da muss halt auch jetzt der Nino mal ein bisschen ruhiger bleiben. Ja. Mhm, Dankeschön. Sonst noch Fragen? Frau Schmidt? Ja, Sie haben die Viktoria als Tabellenletzten übernommen und jetzt 6 Siege in Folge und Tabellenplatz 2. Hatten Sie irgendwie vorstellen, dass das so funktionieren kann? Nein, also grundsätzlich sage ich mal, bin ich hier nicht angetreten vor 6 Wochen, ja, wo das Spiel dann anstand gegen Alfter. Da war die Konstellation klar, 0-5 gegen Junkersdorf. Alfter kam mit einem 1-0-Sieg gegen Wigbert B. Und ich selber, sage ich jetzt mal, befasse mich gar nicht was ich für Ziele habe in 5 oder 6 Wochen. Für mich war einfach nur wichtig, mit der Mannschaft zu arbeiten. Das hatten wir damals auch getan, täglich, in Gesprächen, in Trainingseinheiten. Und ich habe versucht, halt die Mannschaft kennenzulernen, sehr schnell kennenzulernen, den Leuten das zu vermitteln, um was es geht im Fußball. Das ist Zweikampfstärke, das ist absolute Einstellung, Disziplin, Ordnung auf dem Feld. Totale Identifikation mit dem Verein und gut, innerhalb 3 Tagen weiß ich selber, da wird jeder sagen, ja, der ist ein Spinner, aber wie gesagt, der Entscheidende ist halt, man braucht natürlich da irgendwo Glück, das ist auch klar, bei der Aufstellung, ne, bei den Spielen, dann hat sich klar herausgestellt, dass wir alle Spiele verdient gewonnen haben, von den letzten 6 Spielen alle und von daher, wie gesagt, ich weiß auch, was ich kann, das ist auch klar. Ich bin jetzt schon 6 Jahre in dem Trainergeschäft drin, hatte es also nie einfach gehabt, muss man ganz klar sagen. Aber wie gesagt, die Viktoria ist, muss man sagen, ein Top-Verein, ein traditionsreicher Verein, der jetzt versucht, einfach ordentlich Fußball zu spielen, die Leute wieder zu begeistern hier im Rechtsrheinischen. Und dazu will ich beitragen. Ja. Okay. Sonst noch Fragen? Mal, das ist nicht der Fall. Ja, meine Damen und Herren, dann kann ich nur hoffen, Sie alle am Sonntag hier wieder begrüßen zu dürfen zum Spiel gegen den FC Hennef. Und ich hoffe, dass Sie die Leistung nicht noch steigern, denn so viel Papier habe ich oben da nicht mehr liegen, um da alles aufzuschreiben. Ein Sieg ist okay, aber Gruß an die Mannschaft, Gratulation und Ihnen allen einen schönen Heimweg, schönen Mittwoch noch. Wie gesagt, hoffentlich am Sonntag alle wieder hier zum Spiel Viktoria gegen Hennef. Danke, tschüss, vielen Dank.